Herzlich willkommen bei Klagemauer TV aus dem Studio Wien. Heute berichten wir über die grausamen Verbrechen des amerikanischen Geheimdienstes CIA. Diese kommen jetzt zunehmend ans Licht der Öffentlichkeit. Denn immer häufiger finden Agenten den Mut auszusteigen und ihre gemeinen Missionen offen zu bekennen. Ihren Berichten zufolge laufen diese Aktionen seit Jahrzehnten nach demselben Schema ab und stürzen bewusst ganze Nationen ins Chaos. In Ländern mit USA-kritischer Regierung wird durch CIA-Agenten gezielt eine Volksrevolte inszeniert, die sich übelster Methoden bedient. Leidtragend ist in der Regel die völlig ahnungs- und wehrlose Zivilbevölkerung, gegen die in brutalster Weise vorgegangen wird. In den Medienberichten werden dann aber die Notwehraktionen der Regierungen lügnerisch überzeichnet und angeprangert. Die Rebellen hingegen werden als Volksbefreier gefeiert. Auch andere aktuelle Ereignisse des arabischen Frühlings und sonstige Revolutionen erscheinen angesichts dieser Perspektive in einem vollkommen anderen Licht. Wie lange lässt sich die Weltöffentlichkeit noch so plump täuschen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Dass afrikanische Bodenschätze seit Jahrzehnten von internationalen Großkonzernen ausgebeutet werden, ist allgemein bekannt. Aber dass diese Konflikte anzetteln, um immer schneller und gründlicher die Schätze der afrikanischen Staaten plündern zu können, während die angestachelte Bevölkerung im Bürgerkrieg versinkt, ist noch nicht so bekannt. Aber nichtsdestoweniger bereits an der Tagesordnung. Nun destabilisieren imperialistische Mächte, allen voran einmal mehr die USA, ganze Regionen von Afrikas, um ihre geopolitischen Ziele auf diesem Kontinent durchzusetzen. So werden dort täglich weiterhin tausende Menschen auf brutalste Weise abgeschlachtet, ohne dass es die Öffentlichkeit im reichen Westen gebührend erfährt. Solange der Westen die afrikanischen Rohstoffe so billig konsumieren kann, bekümmert ihn das auch ganz offensichtlich kaum. Doch Afrika entwickelt sich zunehmend zu einer unkontrollierbaren Hölle. Solange wir diese Probleme nicht ganz selbstverständlich und rechtzeitig auf unser aller Schultern verteilen, fördern wir damit den weltweiten Schrei nach der einen starken Hand. Und auf genau diesen Weg würden wir dann auch noch eigenhändig der vielgefürchteten Weltdiktatur den Weg zum Thron freischaufeln. Zum Schluss noch ein Wort von George Bernard Shaw. Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit. Das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen sich vor ihr fürchten. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Vetomacht USA. Die USA setzte zwischen 1972 und 2001 ganze 39 Mal ihr Vetorecht im Weltsicherheitsrat ein, um Resolutionen zu verhindern, die der israelischen Politik in den besetzten palästinensischen Gebieten kritisch entgegenwirken sollten. Das sind mehr als alle Vetos der übrigen Länder in diesem Zeitraum zusammengenommen.